Servus, grüßt euch. Heute geht es um die IFC Entity und wie ihr die herausbekommt. Dazu kurzer Background: Meine Ingenieurguide-Kunden haben diesen Report, den ihr bestimmt von den Subparts erkennt, noch einen weiteren Zugriff. Die können nicht nur auf Einbauteile, Montageteile und Platzhalter zugreifen, sondern auch auf Stahlbauprofile zum Beispiel. Und dann erhalten die die Massen in Kilogramm und Gesamtkilo. Genauso wie halt die Typen und so weiter und so fort. Und für einen Kunden von mir, für den Ingenieurguide, also wenn ihr natürlich Ingenieurguide-Kunden seid, dann könnt ihr das natürlich in Zukunft auch. Aber mir geht es jetzt darum, ich brauche die Entity. Und wie findet man die heraus? Also ich habe jetzt im BIM-Kompendium nur einige gefunden. Und auch wenn man zum Beispiel in Allplan reingeht, IFC Entity, dann bekommt man nur ein Abbild von einigen. Aber was ist jetzt eine Schraube zum Beispiel? Um das herauszufinden, bin ich auf diese Seite gestoßen von der Building Smart und das gibt 653 Einträge. Na, vielen Dank. So, jetzt kann ich mir auf Englisch irgendwas ausdenken. Schraube ist es nicht. Und ich habe das einfach so gemacht, ich habe Steuerung A gedrückt, also alles markiert, Steuerung Cäsar. Ich bin dann auf ChatGPT gegangen. Ich habe gesagt, finde aus der Liste eine Schraubendefinition eingefügt und dann haben wir es runterrattern lassen. Und jetzt kommen zwei Typen und die werden mir jetzt auch noch erklärt. So mache ich das jetzt immer, wenn ich die Entity benötige, damit bei mir alles IFC-konform eingestellt wird. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch weiterhelfen. Ich glaube, das ist ein super Tipp und ich verlinke natürlich alles in der Beschreibung. Und wenn ihr natürlich Ingenieurguide-Kunden sein wollt, damit ich euch helfe in Allplan, entweder mit Workflows oder mit Projektanalysen, eigentlich bei jedem Problem kann ich helfen, auch beim Errichten eines Bürostandards. Und ihr bekommt natürlich Zugriff auf meine ganzen Daten. Dann meldet euch gerne. Link auch in der Beschreibung. Und falls euch das noch nicht überzeugt, ich habe auch ein Webinar, das ich monatlich jetzt erstelle. Das dauert so 10 Minuten, 15 Minuten. Da stelle ich nochmal den Ingenieurguide vor und ihr könnt mir eigentlich alle Fragen per Chat schreiben und ich beantworte das. Und anschließend, falls dann noch nicht alles klar wäre, könnt ihr mich auch persönlich anrufen und dann könnt ihr den Ingenieurguide beitreten. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Allplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.